Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Space Engineers. Viele neue Dinge und lustige Dinge sind passiert. Unter anderem ein Ding, warum der Shadow oben jetzt an seinem Schiff nochmal rumschraubt und warum es hier oben ist und nicht weiter unten. Wir haben ungefähr 2 Stunden offscreen weitergespielt oder 1 Stunde. Und da sind sehr, sehr schöne Dinge passiert. Wir haben übrigens das getestet mit dem Auswurf. Das funktioniert bei meinem Schiff. Das Ding ist allerdings grottenlangsam und schwer zu navigieren. Ich habe deswegen da mehrere Triebwerke rangebaut, das große gegen kleine ausgetauscht und einen 5. Reaktor da reingesetzt. Und jetzt lässt es sich so einigermaßen abbremsen. Diese Verbindung hier zur Raffinerie funktioniert. Die haben wir getestet, die läuft einwandfrei. V-Sync habe ich eingeschaltet, sollte vielleicht schon aktiv sein. Und ja, lass uns doch mal noch auf dieses lustige Moment zurückführen. Wie ist das zustande gekommen? Ja, ich habe einmal im Raumschiff rumgeschraubt, weil ich das Auswurfsystem verbessern wollte. Und dadurch habe ich das dann ganz und gar nicht verbessert, weil ich den Frachtraum abgebaut habe, aber den falschen, in dem noch Sachen drinne waren, was dazu geführt hat, dass der Inhalt plötzlich wieder Raum eingenommen hat. Und so viel Raum war in dem Raumschiff halt nicht da. Hat es einmal Bumm gemacht. Und das Ganze unter dem, natürlich unter dem Auffangbecken für Zeug. Und die Gravitation hat es nach unten gedrückt. Das gesamte Schiff auch gleich mit. Ja, ergo. Ich war da so ein bisschen am Bauen, weil ich den Reaktor da reinsetzen wollte. Ich wollte nämlich dann unmittelbar danach, ich glaube, weil ich ein zweites Schiff bauen wollte, brauchen wir Platin. Deswegen wollte ich zum Platin-Asteroiden mit dem Ding und das halt abbauen. Und ich würde dann nur so ein... Nein, scheiße! So ein Gejammer vom Shadow, wo ich nur fast ahnen konnte, was passiert ist. Ah ja, das war schon ohne. Dann kommt er auf mich zu und herum und sagte, ich glaube, wir können es vergessen. Und ich gucke mir den Schlamassel an und gehe dann über das Auffangbecken. Da war das Schiff schon fast weg. Ja, das war ziemlich schnell unterwegs. Ich hinterher und da unten 1745, das Schiff war ungefähr dreimal so weit weg nochmal. Da hatte ich das gesetzt. Und wir waren dann hinterher. Beziehungsweise er. Er hat Komponenten gesammelt, ich war dem Schiff hinterher und hat versucht, als Person aufzuhalten. Hat nicht funktioniert. Ich habe es vielleicht noch ein bisschen zum Drehen gebracht. Ja, danke. Ne, dann ich wieder zurück. Hab gedacht, bauen wir schnell noch einen Reaktor ran, damit du schneller bist. Das funktioniert auch alles. Und bauen wir auch einen schnellen Passagier. So einen Stuhl oben rauf, damit er sich setzen kann und ich ihn runterbringen kann, hat er nicht akzeptiert, er ist gleich sofort hinterher, zu Fuß. Ja. Gut, ich hab's trotzdem fertig gebaut und ich bin dann hinterher gefahren mit dem Schiff. Wir wussten auch nicht genau, was kaputt war am Schiff. Das war schwer festzustellen, so im Fliegen. Genau, deswegen wussten wir auch nicht, ob der Reaktor von ihm noch in Ordnung ist. Aber der war offensichtlich noch intakt, denn ich glaube, er hatte auch gar kein Gyroskop mehr, aber das braucht man, glaube ich, nicht unbedingt hier. Nicht ja, um nach Hause... Sonst kann man das nicht mit der Maus hier steuern, ne? Genau, da muss man halt so manuell navigieren. Auf jeden Fall konnte sein Schiff sich wieder stabilisieren, also Trägheitsdämpfer ging wieder. Nachdem er das Cockpit im Flug gebaut hatte. Und er hat das Ding dann zurückgeflogen. Übrigens schneller als ich. Also sein Schiff hat deutlich mehr Geschwindigkeit und Abbremsung als mich. Gut, er hat auch 2, 4, 6, 8, 10, 12 Triebwerke hinten. Wie alt bist du denn? 6. Ja, okay. Also ich habe nicht so viel. Ja, dafür muss ich aufpassen, hier, dass ich dann auch immer gleich richtig bremse, weil halt seitwärts und oben und unten, da hat er halt nicht so die Kraft, ne?
Und zurück geht gut, aber der Rest nicht. Jetzt möchte ich doch nochmal ein paar Lampen anbauen, weil dieses Blinklicht ist nicht gerade so das Feinste. Dann mache ich das unten auch. Ich ersticke gerade. dass ich fast erstickt werde, haben wir auch gezeigt, ne? Ja, ich glaube schon. Muss mal gucken, habe ich überhaupt Material für Lampen? Nee. Dann will ich mal gleich mal 1, 2, 3, 4 Lampen bauen. Dann mache ich mal 5 Lampen. Oder 6. 6 Lampen sollten reichen. Wenn ich die finde, die Dinger. Ah, da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, aber wir haben praktisch eine gute Versorgung hier an Zeug. Ja, erzähl doch mal, was baust du gerade? Ich baue gerade die Verrohrung, damit ich in den Laderaum komme von dem Bohrern wieder. Und dann werde ich das mit der dem Ausschub besser hinkriegen. Ohne mein Raumschiff in die Luft zu jagen, weil es leer ist. Den Stuhl werde ich mal wieder abmontieren. Ja. Ich glaube nicht, dass ich den Stuhl noch brauche jetzt. Eine weitere Lampe wäre nicht schlecht. Also Gewicht scheint bei dem Spiel auch teilweise eine Rolle zu spielen. Vor allem, wenn man wissen möchte, wie weit man gerade irgendwo ist. So, hier. Ich glaube, es passiert uns auch noch, dass wir irgendwann gegen einen Asteroiden crashen werden. Meinst du? Denke ich mal. Boah, hier ist voll ein fettes Loch. Ich glaube, da könnte ich noch einen Reaktor anbringen. Ist eigentlich eine gute Idee, ne? Ich glaube, ich lasse das lieber. Stell dir vor, irgendwann gibt es ein Update mit Reaktoren, dass die Dinger explodieren können. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. So, hier möchte ich auch noch eine Lampe haben. Je mehr Lampen, desto besser eigentlich. Dann kann man nämlich ganz gut navigieren. Das sind praktisch meine Navigationslampen. Die werden dann zusätzlich eingeschaltet, wenn ich die Dinger in der, irgendwo in Höhlen brauche oder so. Die stehen auch so ungeschützt, die können ruhig abreißen, das ist kein Problem. So, ich glaube, ich hätte dann alle Lampen. Oh Gott. Nee, Tee wollte ich. So, mal gucken, wo sind die ganzen Scheinwerfer? Die alle. Die Blinkscheinwerfer waren bei. Das heißt, die. Bis da sind
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind die Navi-Scheinwerfer. So. Also ich habe die Lampen. Habe ich die blinkenden Dinge oder habe ich die? So. Triebwerke ein. Das Ding ist ja soweit entriegelt und dann können wir mal Platin sammeln. Und seht, mein Energieverbrauch ist deutlich besser. Alter, wie sieht das Schiff gerade so quält? Ich müsste, glaube ich, so um die 2 bei 3000 Meter oder so abbremsen, damit ich nicht gegen den Asteroiden fliege. So, und was machst du jetzt gerade? Ich bin gleich fertig mit dem Anschießen der Bohrer mit dem Frachtraum. Anschießen? Anschließen. Ach so. Ja, ich befinde mich gerade im Anflug auf Platin. Kannst du mich eigentlich auf dem Hutch sehen? Ja. Borg, ich sehe das gerade. Du Borg. Bist 7000 Meter und der Asteroid 13000 Meter entfernt. Sehr gut. Genau genommen bin ich jetzt 8000 Meter entfernt, ne? Ich glaube schon. Geht ziemlich schnell. Mhm. Aber ich fliege auch mit 100. So, mal ein bisschen seitlich bremsen. Ey, du bremst doch viel zu früh. Ne, ich bremse rechtzeitig. Glaubt ihr, ich fliege mit 100 Meter pro Sekunde in den Asteroiden rein? Da habe ich keinen Bock drauf. Dann mache ich lieber einen Anflug mit 11 oder so. Alter, das Geräusch wird immer lauter hier. Ich sehe nur links und rechts von meinem Cockpit diese Triebwerksflammen rausbrennen. So, guck mal, jetzt. Eine Bremse ist eigentlich ganz gut. Die war vorher schlimmer. Wir können mit 30, können es uns das erlauben, mit 30 anzufliegen oder so. Ich sehe, da ist auch noch ein zweiter Mond hier in der Nähe. Was ist denn da drin? Den können wir uns auch nochmal anschauen. War das der kleine Donut, den ich gesehen habe? Ich glaube, da ist Gold drin. Boah. Alter, die Waldfeuer war es aber instant auf Null. Ja, Kobalt, Gold, Iron, Silber. Also alles. Sehr gut. Shadow? Ja? Im Flug niemals die Triebwerke ausschalten. Vor allem nicht im Anflug. Verstehe ich ja gar nicht. Nein, man muss ja Energie sparen. So, ich glaube, vor 5 Folgen habe ich mal gesagt, wir müssen uns durch die Oberfläche schälen. Bitte bremsen, bitte bremsen, bitte bremsen, bitte bremsen, bitte bremsen, 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 bremsen. Oh, danke. Hey, Bremsen sind gut. So. Auf einmal ist das Schiff doch besser, als ich dachte. Ja, und wie wir uns durchschälen, sage ich nächste Woche. Danke, tschüss. Tschüss.